Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady und heute habe ich für euch jede Menge Raids, aber kein Lugia. Es sind etwas ältere Raids, wo wir ein bisschen schon mal so rumprobiert haben, was denn so möglich ist. Zum Beispiel haben wir ausprobiert Absol zu dritt. Leider noch nicht zu zweit, denn damals war mein Kampfteam auch ganz, ganz anders aufgestellt. Da hatte ich noch nicht mal einen Hariyama. Und ja, das... Naja, ihr werdet sehen, ob wir Absol zu dritt schaffen. Ich glaube, es ist bedeckt. Das heißt, hier ist ein Wetterbonus dabei. Und naja, vielleicht hätte man es ja auch zu zweit schaffen können. Aber vielleicht sehen wir das ja anhand der Zeit, ob es überhaupt zu zweit machbar gewesen wäre. In der Zwischenzeit möchte ich mal das Thema neue Pokéstops einreichen in Pokémon Go mit Pokémon Go. Vielleicht mal etwas vertiefen. Fand das eigentlich recht interessant, was der Phoenix Fighter geschrieben hatte. Vielleicht wird Niantic genau die gleichen Voraussetzungen oder so ähnliche Voraussetzungen schaffen wie auch in Ingress. In Ingress ist es ja so, man muss Level 10 in Ingress sein. Das ist eine ganze Menge. Da muss man schon ein bisschen länger spielen, um das zu schaffen. Und erst dann kann man zwar Portale einreichen, aber das heißt noch lange nicht, dass man unendlich viele Portale einreichen kann. Nein, man kann nur innerhalb von 14 Tagen nur 14 einreichen. Mittlerweile 14, vorher waren es 7. Und woran liegt das? Ja, das liegt einfach daran, dass damals durften die Spieler unendlich viele Portale einreichen und Niantic kam mit dem Auswerten nicht hinterher. Dabei entstanden auch viele Duplikate. Also das heißt, viele Portale sind einfach mehrfach eingereicht worden. Und nein, dieses Absol hätten wir zu zweit nicht schaffen können. Das hat man deutlich gesehen, wie lange wir für dieses Absol gebraucht haben. Da war definitiv, zwar schon fast schon knapp, muss man fast sagen, fast knapp. Dadurch sind bei Niantic so viele Portale aufgelaufen, dass zum Teil eine einzige Einreichung fast 6 Monate oder länger sogar schon, ich glaube, wir hatten sogar welche, die haben über ein Jahr gewartet. Wenn nicht sogar, gibt es vielleicht sogar noch irgendwo welche, die immer noch auf eine Rückmeldung warten, aber ich glaube, diese Rückmeldung wird niemals kommen. Einige haben sie vielleicht dann doch weggeworfen und haben sich gesagt, ja, jetzt durch die neue Funktion könnte man es ja einfach nochmal einreichen. Okay, das könnte schon irgendwie sein, dass sie das in Pokémon Go auch machen müssen. Levelbegrenzung auf Level 40, naja, ich würde sagen, das wird nicht reichen. Das würde natürlich dann schon wieder dafür sprechen, vielleicht doch eine Levelerweiterung. Aber ich finde, Level 40 ist vielleicht ja auch doch ein bisschen hart für als Einreichgrenze. Ich meine, hart für die Leute, die... Es geht ja darum, an den Orten, wo nichts ist, was einzureichen. Und da macht einfach diese Levelgrenze eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Ja, ich habe hier noch ein Relaxo-Raid zu dritt, falls ihr gerade nicht hinschaut. Zwinker, zwinker. Und ja, also eine Levelgrenze macht einfach für Orte, wo es nichts gibt, einfach gar keinen Sinn. Aber eine Einreichgrenze, also eine Begrenzung, damit man nicht immer wieder was einreicht und damit vielleicht ein riesengroßes Backlog verursacht, das müssen sie machen. Finde ich okay, finde es nur schade, wenn es halt viel, viel, viel zu wenig ist. Andererseits muss man aber auch sehen, wie viele aktive Spieler es in Pokémon Go gibt. In Ingress gibt es nicht so viele aktive Spieler, glaube ich. Da bin ich mir sogar zum Teil eigentlich auch ziemlich sicher, dass es nicht so viele sind. Also
Aktuell ist es bei uns gerade wieder mal ziemlich kalt, wo man sich langsam echt fragt, Mensch, wo bleibt der Frühling? Warum kann nicht einfach dieser blöde Winter endlich gehen? Nee. Da fragt man sich doch eigentlich, wie wird es dann am Sonntag? Sonntag ist Community Day. Muss es dann wieder so schweinekalt sein, dass es dann schwierig wird zu spielen? Aktuell ist es ja bei uns ziemlich kalt. Es hat mal wieder geschneit. Auch heute kam wieder Schnee runter. Und da fragt man sich, oh je, wie wird es dann am Sonntag sein? Hoffentlich wird es Sonntag endlich wieder warm, dass es nicht ganz so unerträglich wird zu spielen. Das wäre doch sehr schade. Ich möchte doch so gerne, und vor allem hätte ich ja gerne das passende Wetter für Bisasam. Also gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder es ist klar, also sonnig, weil es ist ja tagsüber, dann ist es immer sonnig und nachts ist es klar. Oder bedeckt, weil es ist ein Pflanzengift-Pokémon und diese zwei unterschiedlichen Wetterbedingungen könnte es geboostet sein. Und ich hätte ja gerne ein ungefähr Level 35 Bisasam mit einer guten IV, und eine gute IV ist so ab 91%, und das würde ich dann unheimlich gerne entwickeln wollen. Über Level 30 wäre auf jeden Fall ganz klasse, weil das ist wie, als hätte man es gepusht, obwohl man es nicht gepusht hat, weil es einfach nur geboostet ist. Egal. Heute haben wir übrigens in unserem Dörfchen, in unserem sehr großen Dörfchen, ein Lugia-Raid gemacht und drei oder zwei Leute hatten tatsächlich ein Shiny. Mann, Wahnsinn. Ich habe immer noch keins. Am 16.03. hat Niantic angekündigt, dass es ein neues Update geben wird, wo dann die Leute zum Beispiel ihre Accounts mit Facebook verknüpfen können. Und ich meine, das ist auch die Version, wo die Leute mit dem Pokémon Trainer Club Accounts das dann auch umwandeln können, also verknüpfen können, sodass nicht immer davon abhängig sind, ob gerade der Server von Pokémon Trainer Club funktioniert. Und der scheint ja sehr instabil zu sein, deswegen ist es nicht schlecht, wenn man das dann ummodeln kann, also neu verknüpfen kann, zum Beispiel mit Google oder Facebook. Und für die Leute, die kein Google haben, können dann endlich Facebook benutzen, statt nur Pokémon Trainer Club. Genau, und ja, dieses Relaxo ist jetzt nicht so besonders, und als nächstes habe ich hier im Gameplay ein richtig dickes, krasses Hariyama. Hariyama mit 2157 WP, da ich mir aber ziemlich sicher war, dass die IV nicht gut ist, habe ich gedacht, ach, ich nehme Sananabeere und Hyperball, das wird schon gehen. Ihr werdet sehen, ob ich es fange. Und ich schaue mir gerade. Das Wichtigste ist eigentlich das Update. Das neue Update ist jetzt bei mir auch im Play Store. Aber datet nicht unbedingt ab, wenn ihr es nicht braucht. Diese Änderungen, die ich gerade benannt habe, mit dem Rumverknüpfen. Wenn ihr das nicht braucht, lasst lieber das Update vielleicht noch sein. Es gibt anscheinend, also zumindest auf meinem Handy, gibt es gerade aktiv oder massive Probleme. Nicht aktiv, massive Probleme. Immer wenn ich die App aus dem Menü oder von meinem Startbildschirm starte, wird sie neu gestartet. Das ist für Pokémon Go Plus Besitzer richtig scheiße. Und auf allen Handys, wo die App vielleicht eh nicht so schnell startet, auch richtig blöd. Muss man dazu sagen, ja. Also überlegt es euch gut. Eventuell werde ich nachher nochmal die App komplett vom Handy runterschmeißen, oder ich mache das mal schnell und sag euch, ob es geholfen hat. So, da bin ich wieder, und
Leider hat es nicht geholfen. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal, wenn ich wieder in Pokémon Go zurückkehren möchte, muss ich das immer über die Task-Taste machen. Die ist bei Samsung unten links und wenn ihr die gar nicht habt, ich glaube, dann werdet ihr sehr unglücklich. Ich würde an eurer Stelle, wenn solange Niantic uns dieses Update nicht erzwingt, das Update lieber noch lassen, außer ihr braucht dringend diese Verknüpfung. Dann müsst ihr euch dran gewöhnen und hoffen, dass ihr die App nicht immer vom Startbildschirm startet. Das ist jetzt richtig doof. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so. Ah, das ist. Nee, es ist einfach gerade richtig blöd. So, ich versuche jetzt mal, mich nicht weiter darüber aufzuregen und versuche mich wenigstens so ein bisschen darauf zu freuen, dass es ein neues Event gibt. Und zwar morgen Abend, den 22.03. um 21 Uhr, wird es ein neues Event geben. Dieses Event hat mit Ostern zu tun und Eier ausbrüten. Wir bekommen Bonusbonbons aus den Eiern, was auch immer das wieder heißen soll. Warum sagt ihr nicht einfach, dass es entweder doppelt so viele Bonbons gibt oder von mir aus auch 0,5. Das ist doch nicht so schlimm, wie viele Bonbons. Ja gut, eigentlich sind mir die Bonbons aus den Eiern egal. Es wird aber nicht nur Bonusbonbons geben, es gibt auch doppelten Sternstaub und es wird wieder spezielle 2 Kilometer Eier. Das heißt, man soll wieder viele, viele, viele Eier ausbrüten und bekommt dann auch die Pokémon raus, die aus den Zehnern kommen, aber die sind dann zu dem Zeitpunkt in den Zweiern. So, Gott sei Dank gibt es während des Events doppelten Sternenstaub. Dadurch kann ich auf jeden Fall beruhigend wissens meine bisher vier, ich glaube vier sind es aktuell, 4 10-Kilometer-Eier ausbrüten. Ja. Und ihr fragt euch wahrscheinlich vielleicht auch sogar die ganze Zeit, warum zeigt sie hier ein Grodon? Dieses Grodon ist quasi das Einzige, das ich während der Challenge gemacht habe. Und mein Einzigstes, das wettergeboostet gewesen ist, wie man ja hier schön sehen kann. Und es sieht traumhaft aus, muss man dazu sagen, ja. Also ich finde ein Grodon und sonniges Wetter, das passt ja super zusammen. Hat schon was. Und ja, die IV ist jetzt nicht extrem schlecht, aber richtig, richtig gut ist sie halt auch nicht. Dennoch bin ich trotzdem froh, dieses Grodon gefangen zu haben, weil ich glaube, das ist mein bestes Grodon, das ich besitze. Und es ist geboostet. Naja, warum nicht? Ich freue mich auf die Eier. Ich werde ab morgen dann wohl die 10er-Eier ausbrüten. Es wird ein Ingame-Shop-Angebot mal wieder geben. Da werden wieder die Superbrutmaschinen drin sein. Dann kann man die 10er-Eier schneller ausbrüten und dann die Zweier reinhauen. Immer wieder, immer wieder. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.